So, wieder ein Spion bei uns in der Stadt gehabt. Ja, ich merke schon, das Heilige Römische Reich will seine Hauptstadt nicht loslassen. Ich verstehe es ja auch. Ne? Aber die Zeiten haben sich halt ein bisschen geändert. Und ihr, meine Freunde, bewegt euch mal bitte direkt Richtung Mongolen. Ich möchte wissen, was da passiert. Seid ihr exkommuniziert? Sizilien, endlich wird mal jemand hier exkommuniziert. Zwar der Falsche, aber wenigstens passiert mal was. So, Arus und Frankfurt haben einen Milizexzessierplatz. Das heißt, wir können da jetzt die richtig krassen Einheiten pumpen. Schwertstab-Miliz, eine sehr gute Einheit, glaube ich. Oder eine relativ solide. Baut eine kleine Kapelle, haben wir geschafft. Wie lange geht nochmal die Mission? 2 Runden, dann können wir angreifen, alles klar. Du kannst hier mal wie meinen Diplomaten erledigen, nie verkehrt. Sehr schön, jetzt hat er eine Streak. Kriegt er keinen Erfahrungspunkt, schade. Du wirst hier tatsächlich nicht mehr wirklich gebraucht, wobei ich den Polen auch nicht mehr so traue. Stell dich mal da an. Ich glaube, da stehst du ganz gut. Also, du erledigst jetzt den mal bitte. Gute Nacht. Sehr gut. Auch da oben ist die Verwüstung eingedämmt. Dann geh mal bitte einmal hier rüber und dann kannst du direkt rüber geschifft werden in einer Runde. Würde ich sagen. Gebaut wurde nichts. Rekrutiert wurde, genau, nur 2 Spione. Einer wurde fortgebildet. Alles super soweit. Kriegt eine Kirche. Ich bin ja nicht so. Und dann haben wir noch 2 Runden immer noch, genau. Na dann, weiter geht's. Ja, wir haben jetzt gerade nicht so viel zu tun. Aber wir bauen halt viel aus. Das ist halt das Wichtigste gerade, finde ich. Ne, schön mithalten mit den anderen, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten. Neue Mission, Attentat an Prinz Harold. Harold, wie auch immer. Wir können es versuchen. Ich glaube nicht, dass das unser Typ schafft, aber na gut. 5%. Ich sag ja, das ist unmöglich. Na komm, hol dir den Spion sonst. Ganz ehrlich, die Mission machen wir nicht. Das ist so unmöglich schwer. So, den machen wir noch schnell weg. Und nächste Runde geht's dann nach Breslau. Ja, dann ist ihr auch hier die Aufgabe schon mal geschafft. Dann gönn dir nochmal hier bitte den... Ja, den einen reicht, denke ich. Ich hoffe, das reicht. Ist rüber immer noch. Du fährst immer noch rüber. Ja, dass das geschlagene Schiffchen immer noch rumfahren kann ohne Problem, ist echt lustig. Ja, schon interessant. Lass uns einfach machen. Brauchen wir hier noch das? Na, Essen sollen sie ja alle genug haben. So, du bleibst hier, ja. Frankfurt. Oder wir machen anders, komm. Trick 17. Rüber. Du bleibst hier. Frankfurt müssen wir wieder diesen hier machen. Kein Problem. Jahrmarkt aber und Taverne wird aber gebaut. Das heißt, das sollte dann erstmal kein Problem mehr werden in naher Zukunft. Next round. So, da sind Steinstraßen auch entstanden, sehe ich gerade. Sehr schön. Der Handel findet jetzt viel besser statt. Alles viel leichter. Auf Steinstraßen lässt sich besser handeln, habe ich mal gehört. So, Mission erfolgreich, beendet die Feindschaft. Und dann kann man direkt mal wieder angreifen, ne? So ein Ding ist das nämlich. Oh, da kommen wir, können uns dann doch nochmal ein paar Einheiten. Soll ein safer Sieg dann sein. So, befinden sich im Krieg, ja, wissen wir, wegen dem Kreuzzug. Waffenstillstand, Waffenstillstand, interessant. Venedig ist die Beziehung sehr schwach, was haben wir denn gemacht? Warte. Lass das mal on the fleek mal hier nachschauen. Where is Venedig? Da. Sind mit Frankreich und Polen verbündet, wir sind doch auch mit Polen verbündet. Warum sind die denn so auch voller Hass gegen uns? Ja, Beziehung freundlich. Also das mit Venedig verstehe ich nicht ganz. Weil die sind auch nicht mit dem Heiligen Römischen Reich dicke und so. Sind vielleicht verbündet mit Frankreich, aber das, damit denen haben wir nicht wirklich viel zu schaffen. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Na gut. But who am I, ne? Im Endeffekt. So, du bist gleich da. Perfekt. Kommst du noch in einer Runde rüber, denke ich. Das passt alles soweit. Hoffen wir mal, dass der Papst diesmal kein Frosch ist und uns das so um angreifen lässt. Das wäre wunderbar. Du bleibst hier erstmal als Schutz. Auch so viele Truppen, die können wir auch mal wieder zusammen stacken, ne? Sieht auch etwas satisfyingner aus, möchte ich meinen. Du kommst weg. Ganz ehrlich, du kommst auch weg. So, zack, jetzt hier. Dit machen wir auch. Machen wir auch. Guck mal, sieht auch viel ordentlicher direkt aus. Und theoretisch könnte man die dreimal hier fortbilden lassen. Geht mal bitte nach... Ist egal, geht nach Stettin und ladet euch mal bitte einmal auf. Dankeschön. So. Genau, hier können wir nicht viel gerade machen. Hier bauen. Das machen wir. Next round. Und die Spione sind jetzt
In freier Wildbahn, sage ich mal. So, das heißt, wir wissen ungefähr, wo die Mongolen sind, wo wir die hinschicken müssen. Und zwar Richtung Antiochia. Feindschaft. Fu, Alter. Einfach Fu. Ich würde gern durchziehen jetzt, ne? Aber das Ding ist, wenn wir jetzt hier Folgendes machen, pass mal auf. Wir werden exkommuniziert. Safe Call. So, wir machen Folgendes. Wir warten wieder. Wir sind ja nicht so. Wie gesagt, wir versuchen ja, jedem es recht zu machen. Also von daher. Frankfurt ist schon wieder. Sag mal, beruhig dich doch mal, Stadt. Immer so ein Hin und Her hier. So. So ein Ding ist das. Geh mal bitte direkt nach oben. Du lädst dich bitte immer noch auf. Aber dann bitte einmal in Magdeburg. Das ist näher dran. Raus aus unserem Land, sage ich hier. Ey, ohne Witz. Geh mal weg, geh mal hier. Geht mal unterhalb des Flusses. Ganz ehrlich, ihr nervt mich die ganze Zeit schon. Na, wir könnten Best Friends sein. Ihr habt es einfach nicht gewollt anscheinend. Und das ist okay. Wenn ihr keinen Frieden wollt, dann ist es eure Sache. Aber dann nervt mich doch nicht. Oder beendet es komplett. Sag doch, was ihr drauf habt, bitte. Machen das und machen das. So. Dann dürfte Novgorod erstmal gesichert sein. Ah, next round. Ja, komm, zack. Übrigens, der Kreuzzug wurde, glaube ich, geschafft, ne? Lass mal gleich gucken, von wem. Aber es sieht da unten aus nach dem Heiligen Römischen Reich, ehrlich gesagt. Lass mal gleich gucken. So. Eigentlich muss ich auch gerade sagen, wo hier gerade Polen hier uns wieder mit seinem Diplomaten vor der Tür steht. Wir haben denen eigentlich voll geholfen, ne? Russland haben für sie jetzt erstmal hier weggetan. Also nervt, die sind erstmal nicht mehr genervt von denen. Wir zeigen eigentlich schon unsere Freundschaft, möchte ich meinen, oder? Würde ich sagen. Ich hole uns natürlich auch nochmal fix. Siedlung, Belagerung Nürnberg von Heiligen Römischen Reich. Sie werden wieder nicht exkommuniziert, man kennt es. Ja, hier wird weiter gebaut, okay. Geht immer noch. Ja, das dürfte Nürnberg so oder so schaffen. Geht trotzdem mal hier schon mal hin. Vor allem auch, weil der da ist. Ihr macht das schon. So, fortbilden. Gute Truppen muss man fortbilden. Einfach so ist es einfach. Sehr schön. Aber ja, auf jeden Fall legen wir diese in dieser Kampagne sehr viel, viel mehr Wert darauf, wirklich zu gucken, dass alles hier wirklich von Ketzern und Rebellen befreit ist. Ne? Dass unsere Bewohner einfach glücklich sein können, einfach sicher sein können. Ich denke, das ist ganz gut auch, dass wir da ein Augenmerk drauf haben. Was soll's, machen wir das mal. Ja, komm, schaden kann es letztendlich nicht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, auch hier, komm. Ah, Burgbibliothek. Wir könnten dann Spion und Diplomaten herstellen, was eigentlich voll interessant läuft. Das wusste ich gar nicht. Können das nur die Dänen? Weil normalerweise kannst du keine Diplomaten und Spione in einer Burg herstellen. Aber es gibt die Burgbibliothek. Ohne Witz, ich glaube, ich sehe dieses Gebäude zum ersten Mal jetzt. Ah, man lernt in dem Spiel echt nie aus, ne? Na gut. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. So, die beiden bewegen sich. Perfekt. Dann haben wir wieder nichts zu tun, ne? Wir müssen ein bisschen warten gerade, aber so ist das manchmal. Haben wir noch ein Wirtshaus und ein Rathaus. Glückwunsch, kriegt ihr auch nochmal alles. So, Ungarn hat Sophia. Ah gut, okay, irgendwann musste das mal sein, dass unser Schiff angegriffen wird. Ist okay. Hat er nicht geschafft, ne? Ja. Wen wundert's? Ah komm, du kannst es halt. So. Sehr guter Job. Ihr macht das richtig, richtig gut. Und weißt du was? Ihr könnt mal hier einen Torn aufladen, bitte. Dankeschön. So, beendet wird die Feindschaft, war das, ne? Ja, 5 Runden. Eigentlich, ganz ehrlich, wenn die 5 Runden abgelaufen sind, brauchen wir es nicht nochmal versuchen. Das ist absolut sinnlos, finde ich. Das stimmt, wir haben es ja gegen den Spion versucht, haben wir auch nicht geschafft. Folgendes. Aus die Maus. Dann gehen wir hier hin. So, weg mit dir. Hier oben war noch irgendwo einer. Vielleicht ist der wieder abgehauen, I don't know. Haben wir im Blick, haben da auch eine große Armee in der Nähe, da fühle ich mich sicher. Der läuft immer noch. Ne, die laufen. Ach. All blockiert. Wem willst du das erzählen? Ja, gucken, wie groß Ungarn wirklich ist. Aber anscheinend haben sie auch Thessaloniki, ne? Ja, weißt du was, wir werden dich mal hier hinschicken. Mich interessiert das. Sind die Byzantiner kaum noch da?
Ist Ungarn extrem stark einfach? Finde ich schon mal sehr interessant, möchte ich meinen. Übrigens kurz mal auf unsere Finanzen schauen. Es läuft schon ziemlich super gerade. Also wir können uns gerade geldtechnisch wirklich gar nicht beklagen. Und wir werden angegriffen. Hallöchen. Na gut, ich hätte es vielleicht auch versucht. Alter, okay. 2400. Ne, warte. 2600. 3100 Mann gegen 1-1. Wie geil wär das, wenn wir das schaffen würden. Alter. Nee. Da wird der König Charles aber sterben, das sage ich euch. Die Armee ist nicht schwer. Ja gut, die sind gute Einheiten hier, aber sind nicht viele, wäre auch kein Problem. Ah, hier unten ist ja noch eine. Nochmal 390. Das wären 3500 Mann ungefähr, ne? Nee, das schaffen wir nicht. Mit 2000 vielleicht oder 1,5. Und auch mit best... Wir haben einfach, wobei so schlechte Einheiten haben wir nicht. Ist aber zu hart. Die Armee ist krass. Die ist schon stark. Gib mir noch 3, 4 mehr Kavallerien, wir schaffen das, aber nee, danke. Okay, ich glaube, wir haben keine Wahl. Sind jetzt nicht mehr alle dabei. Das ist wenigstens etwas. Aber die schwierigste Armee ist mit am Start. Wir müssen es versuchen jetzt. Keine Wahl. Aber ganz ehrlich, als ob ihr euch nicht freut, dass wir die Schlacht jetzt hier machen, ey. Ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Muffensausen, weil ich möchte natürlich jetzt nicht, dass unsere hier Generäle ins Gras beißen oder unsere Armee im Allgemeinen. Weil ich dachte eigentlich, die Armee ist gut genug da oben erstmal ausgestattet. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass die Armee von dem Heiligen Römischen Reich mittlerweile so advanced ist. Ich habe die ganze Zeit so gesagt, so, ja, ne, immer Billigtruppen, gar kein Problem. Das ist jetzt hier schon ein Problem. Das sind bessere Einheiten, als ich vermutet habe. Okay, folgendes. Wir werden auf sie warten. Ne, die greifen uns an, das heißt, wir haben in dem Sinne den Vorteil. Dann machen wir da den hier. 3. Dann teilen wir wieder auf. Ihr wisst, wie es läuft. Ist okay für mich. 2. Oh, Leute. Das ist nicht funny at all. Let's go. Dann kommt mal raus aus eurem Wald da. Warte mal, was haben wir da hinten? Was ist das alles? Verbauern und so. Die können wir uns jetzt schon mal holen, oder? Komm. Was weg ist, ist weg, ist so meine Meinung. Ich glaube, wir könnten das mit der Armee auch schon schaffen. Ist erstmal irrelevant. So, der Ansturm muss kicken auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wird schon reinballern ordentlich. Ist okay. So. Also die werden aber einmal schießen, ne? Eine Salve. Ja. So, bam, Junge. Haben sie aber niemanden gekillt mit. Sehr schön. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Die Sergeant-Schwerträger sind natürlich tendenziell ein Problem. Jetzt. Ihr müsst auch auf die Sergeant-Schwerträger gehen. Erstmal, die Ambusschützen sind erstmal egal. Jetzt. Ich weiß ja nicht, wo der Hauptmann ist. Der muss bei den Ambusschützen also dabei gewesen sein. Durchlaufen. Und von hinten jetzt ran. Sandwichen. So, sollten sie haben. Oh, das wird so eklig, Leute. Das sind gute, gute Truppen. Leider Gottes sind es echt gute Truppen. Oh, ich habe mich ganz über die lustig gemacht, dass sie ja keine guten Armeen dabei haben. Pustekuchen. Oh, der kriegt aber auch gerade ordentlich auf die Mütze, ne? Ich glaube, die schaffen das da. Lass sie schießen. Kurz, lass sie ein paar Salven abfeuern, wenn es dann sein muss. Wir wollen hier den General erwischen, damit die hier ihre Moral verlieren. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr hier seid. Ihr sollt da unten helfen. Verdammt. Egal. Abhauen. Haut ab, haut ab. Dann macht hier eine Grätsche oder so rein. Keine Ahnung, das schaffen wir nicht. Das ist gerade zu knapp. Ich möchte mein General da unten jetzt nicht verlieren. Bitte nicht. Bitte nicht so schon wieder. Oh Gott sei Dank. Also ganz ehrlich, wir haben bestimmt gerade alle gedacht, dass der stirbt. Okay, Leute. Rauf. Wir müssen auch den Ansturm mithaben. Let's go. Gönnt euch die meinetwegen. Jetzt wird richtig reingehauen hier. Let's go. Rein.
rein. Aber jetzt ganz schnell. Die fliehen, das ist gut. Das heißt, die Truppen haben wir übrig. Hoch da. Come on, das ist der Kaiser hier. Komm. Ich möchte euch auch so kämpfen sehen, als ob ihr den Kaiser mit dabei habt. Los. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Come on. Ich glaube, es ist sehr schön gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist gut, die ersten fliehen. Oh, Sergeant-Speerträger. Es ist so ekelhaft, Mann. Ich glaube, die sind auch schon ein bisschen advanced von ihrer Technologie. Kann ich mir gut vorstellen, bei meinem Glück hier gerade. Das ist eine verdammt schwierige Schlacht gerade. Nice. Das war wichtig. Das war extrem wichtig. Da fliehen die Ersten. Egal, nicht hinterherlaufen. Nicht kämpft gegen die, die noch kämpfen. Es sind noch genug starke Einheiten da. Kämpft nicht gegen irgendwelche Truppen, die da weglaufen. Das ist gerade so irrelevant. Ach komm, holt euch den mal kurz so und die paar da. Wir brechen durch hier. Rüber da, helft damit. Sergeants, okay, was haben wir hier gerade im Pott? Raus und rüber da. Rauf da, ihr seid Schwertkämpfer, ihr schafft das da. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr stark, Leute. So, so nämlich. Müssen wir unsere Stärken auch ein bisschen ausspielen. Da kommen die nächsten Armeen sogar fast gleich auf. Kein Problem. So, weg. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können einmal euch nehmen. Oder drei. Außer euch beide. Und ihr stellt euch schon mal auf für die nächste Armee, bitte. Okay, zwei einmal hier hin. Eins einmal. Ja. Bis auf du einmal hier hin. Langsam möchte ich gerne aufgestellt wieder sein. Die nächsten paar Truppen da. Sehr nice. Geh weg. Die sind einfach weg jetzt. Ihr stellt euch auf, ihr Narren. Sehr, sehr stolz bin ich. Guck mal, da haben sie uns angegriffen. Aber ganz ehrlich, wenn die andere Armee auch noch dabei gewesen wäre vom Heiligen Römischen Reich, wo auch noch einige Truppen drin wären, das wäre sehr schwierig geworden. Das wäre, wenn nicht sogar... Ja, unmöglich will ich nicht sagen, aber es wäre schon sehr schwer gewesen. Safe. So, wir sind bereit. Sofern man halt bereit sein kann noch. So, kommt gerne... Ah, die schießen. Okay, dann kommen wir auch gerne auf euch zugelaufen. Gar kein Problem. Wenn es dann sein muss. Ich gehe darauf. So. Rüber hier. Ihr schafft das schon, komm. Ihr seid doch bestimmt gerade pumped wie sonst was. Ihr habt Bock. Ah, guck mal, wie sie da rauflaufen auch. Sehr, sehr, sehr schön. Rauf. Rauf. Dahinter laufen. Ihr flieht schon, sehr nice. Auch hier runter, komm, ihr könnt direkt runter, ist egal. Das ist so rum. Sehr, sehr nice. Oh, von denen einmal ranpreschen. General ist vorne dabei. So und nicht anders. Und müssen wir mit die paar Armbrustschützen können gar nichts. Ja, werden absolut überrannt. Reinpreschen nochmal von hinten hier. Mach mal den Sack zu. So nämlich. Ja, guck mal, egal wo sie hinlaufen, überall sind wir. Überall sind wir am Start schon. So, und jetzt kommen hier auch noch mal ein paar eingelaufen. So nämlich. Nee. An deren Stelle würde ich auch einfach jetzt sagen, komm, nehmt mich gefangen oder tötet mich. Komm. Das ist so rum. Da kommen jetzt auch unsere Huskale ran. Richtig, richtig nice. Schön mit Schild und Axt bewaffnet. So wollen wir es nämlich sehen. Kämpfen bis zum Tod. Da muss man denen auch dann wahrscheinlich mal zugute halten, dass sie durchziehen. So, auch nochmal hier rauf, komm. Könnt euch nochmal die Feudalritter, sollten die letzten Truppen sein. Da ist, glaube ich, auch ein General dabei. Ein Hauptmann vielmehr. Holt sie euch auch nochmal. Sehr schön. Heroischer Sieg, 414 Mann verloren. Vollkommen in Ordnung für das, gegen das wir gekämpft haben. Und ihr habt gesehen,
Das mit den Feudalrittern, also diese große, starke Armee, die dabei war, die war auch nicht ohne. Und die wäre auch nicht ohne gewesen, hätten wir den Hauptmann nicht bekommen. Das wäre noch eine richtig knackige Sache gewesen. Na, heiliges römisches Reich. Es sieht nicht gut für euch aus, möchte ich meinen. Aber guck mal, an solchen Punkten sind die auch einfach zu stur, um einfach dann unser Vasall zu werden. Ah ja. Was soll ich sagen? So, befinden sich im Krieg. Mongolen, Türken. Okay, geht ab auf jeden Fall da jetzt. Gut, dass wir da jetzt einen Spion hinlaufen haben. Mailand, Venedig, im Krieg. Ja, okay. Waffenstillstand mit Portugal, Venedig und seitenexkommuniziert Ungarn. Wundert mich auch nicht. Okay, die Engländer haben jetzt ihre Truppe umsonst runter... Halt. Ungarn ist ja richtig häm. Okay, das geht noch den Venezianern. Oh, Ungarn ist ja riesig. Die Duma hoch, das ist voll interessant. Das ist voll interessant. Okay, warte mal, bau mal noch ein, stell mal noch einen her. Ein Nürnberg meinetwegen, komm. Schick mal einen bitte nach Osten. Das interessiert mich richtig. Alter, ohne Witz. Ist ja crazy. Was da abgeht. Oh, nice. Da wollen wir doch dabei sein. Oh, weg. Wie ich schon sagte, Rebellen sind nicht erwünscht. So, jetzt erstmal wieder clear aus. Sehr schön. Und dann einmal bitte aufladen. Polen, mach keinen Scheiß. Wir sind schon so lange verbündet und du willst wirklich nicht den Krieg erklären. Du willst es bitte einfach nicht. Weil wenn uns jetzt noch irgendeine Fraktion den Krieg erklärt, sei es Polen, sei es Frankreich oder so. Wobei Frankreich wäre egal, weil ich glaube, die kommen nicht wirklich. Oder England uns. Keine Ahnung. Wir werden dann vielleicht auch einfach auf den Papst einfach mal einen Dicken geben. Ist egal dann. Weißt du, Scheiße, dann werden wir exkommuniziert, wenn es dann sein muss. Weil dann geht es hier richtig in die Raserei. Dann geben wir Gas, würde ich sagen. So, bau mal hier schön die Stadt weiter aus. Hauptstadt muss ja schön aufgebaut sein. Oh ja, wichtig, wichtig. Wollen wir nicht außer Acht lassen. Nee. Nee, danke. Nahrungsmittelproduktion gibt natürlich auch mehr Geld tendenziell, ne? Kostet aber auch 4,8 einfach das Gebäude. Auch frech. Schon wieder so ein Typ, ne? Ja, wir bleiben mal dabei. Immer ein bisschen was her, fertig ist die Maus. Ist alles super. Warte mal. Genau, machen wir mal so. Ihr sammelt euch mal bitte gleich. Du, mein Freund, weiß ich gar nicht, was ich mit dir gerade machen soll. Gut, da sind auch mittlerweile Generäle drin, die auch 31. Ja, so ein bisschen auch junge Leute sind dabei, aber auch viele alte. Mache ich denn mit euch? Weißt du was, euch schicke ich einfach erstmal auf die Brücke einfach. Zack. Der Zugang ist erstmal gesperrt. Sonst alles erstmal wieder Sutsche, würde ich sagen. Können wir weiter, ne? Zack. Oha.